Moin, moin, liebe Leute aus dem Münsterland. Ich habe mich heute auf den Weg nach Wettring gemacht. Das liegt so 35 Kilometer nordöstlich von Münster. Was mache ich hier? In der letzten Woche hat der ADFC, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub, ja seinen Fahrradklimareport 2020 veröffentlicht. Und da hat Wettring zum wiederholten Male auf Platz 1 abgeschnitten bei den Gemeinden bis 20.000 Einwohner. Und das hat mich natürlich sofort motiviert. Du sagst, wo packst du dein Rad ein? Das Wetter ist zwar gar nicht so radfahrerfreundlich heute, ist nieselig. Kalt, 6 Grad waren es heute Morgen, bewölkt. Ja, zum Film ist bewölkt eigentlich ganz gut, aber zum Radfahren nicht so. Jedenfalls, ich habe mich motiviert gefühlt, machst du eine schöne Tour hier in Wettring, guckst du mal, was die Leute dazu bewogen hat, Wettring hier wiederholt auf Platz 1 zu wählen. Ich habe mir mit Hilfe von Komoot eine kleine Tour zusammengestellt, die jetzt hier so ungefähr 5 Kilometer um den Ortskern herumführt. Da habe ich die Sehenswürdigkeiten, die jetzt auf Komoot verzeichnet sind, einfach aneinander gefügt und starte das Ganze hier am Heimathaus in Wettring. Und da habe ich auch schon was gefunden, was für Pedelec-Fahrer, für E-Bike-Fahrer interessant sein könnte, nämlich eine Lademöglichkeit. Hier kann ich also mein Pedelec-Akku laden. Und das auch wohl unabhängig von irgendwelchen Öffnungszeiten. Das finde ich natürlich klasse. Daumen nach oben dafür. Jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo Gastronomie geschlossen hat, wenn man mit dem Rad unterwegs ist und Strom braucht. Man kann ja nicht, ja gut, kann man auch einfach irgendwo klingeln, aber macht man das, weiß ich nicht. Ich finde sowas eigentlich ganz praktisch, eine öffentliche Ladesäule. Das ist schon mal ein Pluspunkt hier für Pedelec-Fahrer, für die Fahrradfreundlichkeit. Ich habe mir natürlich für heute überlegt, worauf achte ich denn, wenn ich jetzt sozusagen meinen eigenen Fahrradklimatest hier heute mache. Für mich ist natürlich wichtig, komme ich als Auswärtiger, als Nicht-Ortskundiger einmal hier sicher durch den Ort? Finde ich auch Sachen, die ich suche, die ich brauche? Jetzt wie gerade am Heimathaus, die Steckdosen für die Pedelecs, das ist schon mal wunderbar, dass man das so automatisch findet im Ortskern und wie ist die Beschaffenheit der Radwege hier? Gibt es Einkaufsmöglichkeiten? Gibt es eventuell eine öffentliche Toilette? Auch jetzt interessant in Corona-Zeiten, wenn Gastronomie geschlossen hat und solche Sachen. Das ist also mein eigener Fahrradklimatest heute und dann schaue ich mir das Ganze hier mal an. Ja, liebe Leute, wenn ein Radweg hier so asphaltiert ist, so beschaffen ist, dann gibt es natürlich nichts zu meckern. Und wo es auch nichts zu meckern gibt, ist hier an der Ausschilderung die Wegweiser hier für die Sehenswürdigkeiten und Gastronomie im Ort. Die Fernwegweiser, wenn man nach Münster oder nach Enschede in den Niederlande radeln will, sind auch nur knapp 30 Kilometer von hier. Und diese super Pausenmöglichkeit hier an Bernhardseck. Ja, das finde ich auch und ich habe festgestellt, das nimmt auch immer mehr zu. Ich habe immer mehr Ortschaften jetzt gesehen,
ganz in der Nähe hier an der Radbahn Münsterland St. Arnold, auch so eine Wohnanlage direkt an der Radbahn. Und hier auch wieder so eine Möglichkeit, super Pause zu machen, sich unterzustellen. Was ich hier auch ganz klasse finde, guck mal, die Stühle sind nicht festgebunden, irgendwie nichts angekettet, aber sie sind noch da. Kein Vandalismus. Den gibt's doch gar nicht. Das erwartet man ja schon fast gar nicht mehr heutzutage, dass mal was heile gelassen wird. Aber dafür auch Daumen nach oben hier an die Gemeinde Wettringen bzw. an die lieben Leute, die das hier pflegen und hier auch aufpassen wahrscheinlich. Ne? Und auch, soll man Leute loben, wenn sie mal nichts kaputt machen? Weiß ich nicht. Muss man ja nicht extra loben, sollte selbstverständlich sein. Ne? Technische Spielereien begeistern mich ja immer, aber ich frage mich gerade, was das mit dem Kreisel hier auf sich hat. Oben steht Sommerzeit, Winterzeit. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Kann man es besser lesen? Sommerzeit, Winterzeit. Dann sind hier diese Solarmodule, da sind Zahlen drauf. Ist das hier eine Uhr? Wofür sind die Lampen da drunter? Blinken die, wenn die Feuerwehr da hinten zum Einsatz muss? Oder wird hier bei voller Stunde die Uhrzeit angezeigt mit den Lampen? Ich weiß es nicht. Wenn ihr hier aus Wettringen kommt oder ihr Bescheid wisst, was es mit der Konstruktion da hinter mir auf sich hat, dann schreibt mir das doch bitte in den Kommentaren. Da bin ich jetzt wirklich neugierig. Ich würde ja sonst sagen, Uhr. Warum schreibt man das an Sommerzeit, Winterzeit und die Zahlen drauf? Aber das interessiert mich doch jetzt. Was ist das wohl? Meine kleine Runde hier um Wettringen und durch den Ortskern einmal durch, ist leider schon wieder zu Ende. Ist halt ein 8000 Seelenort, da ist der Ortskern nicht so groß, da kommt man 5 Kilometer, gute halbe Stunde einmal gut drum zu. Aber fand ich trotzdem ganz interessant, gerade auch die Möglichkeiten haben, ein Päuschen zu machen. Die Radbahn da von Rheine nach Gronau, da werde ich bestimmt auch mal eine Tour unternehmen. Da mache ich mich direkt heute Nachmittag schon mal schlau, was man hier machen kann. Und wie gesagt, die Runde ist zu Ende und Wettringen hatte ja unter 418 Teilnehmern bei Ortschaften unter 20.000 Einwohnern beim ADFC Fahrradklimatest den ersten Platz belegt. Die Fahrradfreundlichkeit wurde da festgestellt in Form von gut befahrbaren Radwegen. Kann ich bestätigen, das, was es an Radweg gab, war gut befahrbar. Dann wurde da besonders positiv aufgeführt die Toleranz von Autofahrern gegenüber Radfahrern im Straßenverkehr. Kann ich auch bestätigen. Ich bin gerade durch den Ortskern geradelt. Ich habe mich überhaupt nicht bedroht gefühlt. Wer das einer von hinten dicht aufgefahren ist, gedrängelt hat oder knapp überholt hat, überhaupt nicht. Man ist es offensichtlich hier gewohnt, dass Radfahrer sich im Straßenverkehr mitbewegen. Finde ich super. Da können sich so manch andere Autofahrer andernorts eine große Scheibe von abschneiden. Oder ich habe einfach Glück gehabt. Kann auch sein, dass heute Morgen die Richtigen hier unterwegs waren. Und mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Ein schnuckeliges Nestchen hier. Der Ort Wettringen im nordöstlichen Münsterland. Ich bin jetzt ein kleines Stückchen von Wettringen weggefahren, aber zur Gemeinde gehört noch dieses Naherholungsgebiet Haddorfer Seen, wo ich jetzt hingefahren bin. Und das ist wirklich, kann ich mir vorstellen, bei schönem Wetter und wenn man wieder darf, wenn man wieder raus darf und sich unter Menschen tummeln darf, eine schöne Sache hier. Ne? See mit Strand, schöner Spielplatz, zumindest keine Wasserskianlage da oben, nein, das sind Stromleitungen. Ja, ob das nicht zum Klettern da vorne einlädt, ich weiß nicht. Also mich hätte das als Kind immer eingeladen zum Klettern. Naja, will jetzt hier keinen motivieren. Und das ist eine tolle Sache, finde ich hier. Ne? Hier der Campingplatz, die Zeltwiese vom Campingplatz. Ende März kein Zelt, auch ein ganz ungewohntes Bild in diesen Zeiten. Ja,
beziehungsweise in diesen Zeiten ist es nicht ungewohnt, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Da vorne die Hütchen, kann man sich mieten zum Übernachten, auch eine tolle Idee, wie ich finde. So sieht das hier aus. Ich bin der einzige Radfahrer hier, das ist schon ein bisschen unheimlich. Ja, das war es schon hier bei den Hadorfer Seen. Ich habe jetzt keine Steckdose für E-Bikes zum Laden gefunden. Da waren ein paar Steckdosen gerade unten auf der Besucherterrasse da am Café. Aber ich denke, was ist da für die Gastronomie selber? Da wird wahrscheinlich keine Spannung drauf sein. Ich habe aber auch kein Spannungsprüfgerät dabei. Wer also auf Nummer sicher gehen will und hier unterwegs ist, in Wettringen selber, da am Heimathaus gab es die Möglichkeiten. Da kann man sein E-Bike dann ja auch sicherlich laden. Aber darum ging es ja gar nicht hauptsächlich im Film hier heute. Heute ging es ja um den Fahrradklimatest des ADFC, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs. Sieger Wettringen in der Gruppe bis 20.000 Einwohner. Und ja, ich finde, das ist okay. Ne? Die Bürger haben das da so gewählt. Die sind zufrieden, bei sich mit dem Rad unterwegs zu sein. Kann man so stehen lassen. Nettes Örtchen. Ich komme im Sommer bestimmt nochmal wieder. Wie gesagt, einmal die Bahntrassen habe ich gerade ja schon mal erwähnt. Und auf jeden Fall, auch wenn die Gastronomie offen hat. Eisdealer habe ich gesehen, sowas lockt mich dann ja auch immer. Da werde ich bestimmt mal ein Türchen unternehmen und die heimische Gastronomie dann da in Angriff nehmen. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Wenn noch nicht hat und den nächsten Film nicht verpassen möchte, bitte den Kanal abonnieren. Also wie gesagt, Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Swobo.